freue mich auf jeden Fall sehr, euch die 6. Ausgabe von Operation Mindfuck ankündigen zu können, die von den wunderbaren und inspirierenden KünstlerInnen Blinry und Bleeptrack präsentiert wird. Blinry programmiert, macht Kunst und designt Spiele. Blinry macht kein Hehl aus der Liebe zu den Communities Jugend Hackt, dem Recurse Center und der Chaos Community. Außerdem hat Blinry wissenschaftliche Workshops über Origami in der Karibik besucht, ist mit einem Rucksack durch Japan gereist und sammelt gerne zufällige Kunst oder zeichnet Algorithmus-Bauanleitungen. Bleeptrack ist eine kreative Technologin, deren generative Kunstwerke bereits in mehreren internationalen Ausstellungen präsentiert wurden. Im November 2019 erhielt sie den Förderpreis Junge Ulmer Kunst und hatte ihre erste Einzelausstellung im Museum Ulm. Derzeit ist sie Artist in Residence bei 42 Heilbronn und arbeitet an generativen Visualisierungen von Datenströmen. Der folgende Vortrag wurde im Vorhinein aufgezeichnet. An der Skalierung können wir leider jetzt nichts mehr ändern. Also macht es euch bequem und lasst euch von Blinry und Bleeptrack mit einem Feuerwerk an Nerd-Themen blenden. Hallo und herzlich willkommen zu Operation Mindfuck. Das ist die 6. Ausgabe, die wir davon machen. Das hier ist Bleeptrack. Ich bin Blinry. Und das hat sich für uns zu so einer Tradition entwickelt, fast irgendwie jedes Jahresende irgendwie zu versuchen, euch ein bisschen zu nerd-snipen. Wir sammeln das Jahr über ein bisschen Themen irgendwie, die uns selber begeistern. Und das ist dann unser Versuch, quasi euch damit anzustecken. Das wird dann wieder ein bunter Blumenstrauß aus mit Themen irgendwie aus Kunst und Technik und Wissenschaft. Und da schauen wir mal, was wir für euch vorbereitet haben. Wir machen dieses Jahr ein Experiment, eine Formatänderung. Und zwar haben wir uns vorher nicht erzählt untereinander, worüber wir reden werden. Das heißt, das wird jetzt auch für uns selber eine Überraschung, worum es gehen wird. Und wir sind gespannt, wie das funktioniert. Cool, dann starten wir mit dem ersten Thema, oder? Genau. Da geht es um einen Ort, der nicht existiert. Bina, du hast doch manchmal den Titel Randomness Sommelier. Insofern glaube ich, Library of Babel, das ist ein Buch ursprünglich gewesen, in dem geht es, um eine große Bibliothek mit so hexagonalen Räumen. Das sieht dann so aus, die Struktur, wie sie in dem Buch beschrieben wird. Da sind so kleine Räume. Haben irgendwie, jeder Raum hatte so 4 Wände mit Büchern quasi. Und in der Story geht es dann darum, dass da irgendwie Leute sich durchbewegen und so nach ganz besonderen Büchern suchen, denn die Bibliothek enthält alle Bücher, die möglich sind. Ich glaube, das ist immer begrenzt auf 400 Seiten oder so und auf ein bestimmtes Alphabet, also auf lateinische Buchstaben, Leerzeichen, Punkt und Komma. Und da sind dann alle Bücher drin, die irgendwie aus diesen Kombinationen sich bauen lassen quasi. Und das ist für die Leute, die da durchgehen, natürlich hochinteressant, weil die wissen dann, jedes Buch, das sie sich ausdenken können, existiert darin. Und da sind sie dann auf der Suche nach ganz bestimmten Büchern. Und das Coole ist, dass jemand eine Webversion davon programmiert hat. Das heißt, da können wir jetzt mal zusammen hingehen und uns angucken, was man da drin so findet. Das ist die Startseite und wir können jetzt mal anfangen damit irgendwie durchzubrowsen, durch die Bücher, die da so im Bestand sind. Geht es als erstes darum, dass wir uns ein passendes Hexagon aussuchen. Und zwar sind die hier identifiziert über irgendwie lange IDs quasi, die aus Nummern oder Buchstaben bestehen. Die können 3000 Zeichen lang sein. Und das heißt, du siehst, es gibt ja sehr viele Hexagone. Und genau, lass uns mal überlegen, wo wir hinwollen. Wir können uns jetzt einen Hash dafür ausdenken, quasi für das Hexagon, wo wir hinwollen. Was meinst du? Soll ich einfach mal auf die Tastatur hauen? Oder wollen wir ja, oder so. Oder sonst kannst du Operation Mindfuck nehmen. Oh ja. Was wird unser Hexagon, das wir besuchen? Genau. So sieht das aus. Da haben wir jetzt oben diese 4 Wände quasi. Mhm. Was meinst du? Wollen wir mal aufwand? Genau. Ja. Ich hätte einfach genau in der Mitte. Ich wäre einfach in die Mitte auf die mittlere Wand zugegangen. Genau. Ja, Wand 1 quasi, da wird reingezoomt. Das hat jetzt 5 Reihen, die wir uns aussuchen können mit Büchern. Auch wieder die Mitte vielleicht.
Ja. Auf 3. So, und da sehen wir jetzt schon, da sind jede Menge Bücher drin. Die haben auch halt alle Titel, die es gibt. So. Was meinst du, spricht dich da irgendwas besonders an, wo wir mal einen Blick reinwerfen sollten? Ja, so das viertletzte hat einen sehr kurzen Titel. Einen auffällig kurzen Titel. Oh ja, Pafzischw. Genau, okay. Das schlagen wir auf. Und dann kriegen wir genau 410 Seiten mit Inhalt. Also, ja, genau. Da würde man jetzt also, ne, das ist auch bisher meine Erfahrung gewesen, wenn ich mich da so durchgeklickt habe, kriegt man meistens solche Bücher, mit denen man wenig anfangen kann. Aber wir wissen halt, dass in der Bibliothek auch alles andere zu finden ist. Wir können jetzt nochmal zurückgehen und da gibt es eine Suchfunktion. Das heißt, wenn wir tatsächlich auf der Suche sind nach bestimmten Inhalten oder sowas, dann werden wir das darin finden. Könnten wir jetzt auch nochmal Operation Mindfuck oder so reintun. Mhm. Dann läuft es los, guckt in die Bibliothek und spuckt uns ein paar Treffer aus. Zum Beispiel ein Buch, wo irgendwo in der Mitte der Seite Operation Mindfuck vorkommt. Das sieht dann so aus. Genau. Es ist umgeben von Quatsch oder zumindest Dingen, die wir nicht so gut verstehen oder parsen können. Aber Operation Mindfuck ist auf jeden Fall Teil davon. Und genauso gibt es, ich nochmal diese Suche anschmeiße, auch Ergebnisse, wo dieser Suchbegriff umgeben ist mit random English words. Mhm. Das ist jetzt auch ein Buch, wo ne, offenbar unsere Wörter auftauchen, weil ja, existieren halt. Und da drum ist jetzt Sundari, Operation Mindfuck, Evade, Kalendarit, Gurgling, Grizzler, Ramp, Rabbit Brush. Obviously. Naja. Und ich finde, immer wenn ich drüber nachdenke, das hat halt so coole Implikationen, ne? Dass irgendwie alle Bücher da drin enthalten sind. Da sind dann halt auch alle echten Bücher, die jemals geschrieben wurden, zumindest die ersten 410 Seiten oder so. Und auch alle Varianten davon, mit allen möglichen Tippfehlern darin. Auch irgendwo in dieser Bibliothek. Oder es gibt zum Beispiel Untertitel für diesen Talk, den wir gerade halten, in allen Sprachen, die sich mit lateinischen Buchstaben darstellen lassen. Oder Vorhersagen der Zukunft irgendwie. Das ist auf jeden Fall die korrekte Vorhersage dabei, aber auch alle inkorrekten. Wenn man zu faul ist, Hausaufgaben zu machen, ist vielleicht kommt man auf die Idee, in dieser Bibliothek nach den Antworten zu suchen. Ist die Frage, ob das schneller geht, als sie selber zu machen. Genau, irgendwie wissenschaftliche Paper. Da ist auch das Problem, da sind alle richtigen drin, was auch immer das heißt. Und auch alle mit allen Denkfehlern, die man machen kann. Ja. Und ein bisschen verbunden ist diese Bibliothek mit einem anderen Konstrukt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das Infinite Monkey Theorem. Nicht sicher. Dass, wenn du einen Affen vor eine Schreibmaschine setzt und den unendlich lange darauf rumtippen lässt, dann wird der alle Werke von Shakespeare produzieren. Ja, okay. Wikipedia hat da einen sehr spezifischen Fachausdruck und sagt, es ist fast sicher, dass das passieren wird. Und das ist ein sehr definierter Begriff, der heißt, das passiert mit Wahrscheinlichkeit von 1. genau, aber braucht halt unter Umständen sehr, sehr lange. Und tatsächlich haben Leute das mal ausprobiert, zu gucken, ob sie irgendwie, wenn sie Affen auf Tastaturen tippen lassen, was sie da so erzeugen können, haben irgendwie eine Computertastatur in ein Affengehege gepackt. Und das dann ein paar Monate gelassen und das Ergebnis war dann, naja, irgendwie die Affen haben 5 Seiten insgesamt erzeugt, hauptsächlich aus dem Buchstaben S. Irgendwann haben sie angefangen, das damit Steinen drauf zu hauen oder irgendwie drauf zu kacken. Insofern, ja. Also es war jetzt nicht so gut reproduzierbar, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Wünscht wurde, ja. Okay. Und sehr damit schön. Gebe ich über zu deinem ersten. Sehr Thema. Cool. Der Babelfisch aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy leitet sich von der Library of Babel ab, oder? Vom Namen. Oder wo beide von dem Turmbau. Achso, Turm zu Babel. Wo es irgendwie um. Ja. Was ist das? Irgendwie Leute sprechen. Weißt du noch, worum es da geht?
Die bauen einen sehr hohen Turm. Dann zerfällt alles in verschiedene Sprachen zur Strafe Gottes oder so ähnlich. Ja, ja, macht Sinn. Okay. Mhm. Stimmt. Ja, es ist eigentlich schön, dass wir gerade bei Sprachen sind. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich gehe in die Typografie. Mhm. Und ich habe einen Schriftfont mitgebracht. Das ist der FFB Wolf. Und ganz spannend, das ist eine Schriftart, die wurde 2011 in das Museum of Modern Art in New York übernommen in die permanente Ausstellung, also in die permanente Sammlung. Mhm. Genau. Und die ist ganz spannend, finde ich. Wenn man sich da mal ein bisschen was anguckt, dann sieht das so aus. Ist schon, fragt man sich, warum bewegt sich da so viel? Und warum ist überhaupt eine Schriftart in seiner Museumssammlung gelandet? Und es ist eine schöne, witzige Geschichte. Da hat mich jemand auf Mastodon draufgebracht. Weiß ich, kriege den Nickname leider gerade nicht mehr zusammen. Die Schrift nutzt eine Hacky-Lücke in PostScript aus beim Drucken und versetzt da beim Drucken, also im Druckprozess, ne, im Druckertreiber praktisch, immer die Punkte der Außenlinie der Schrift. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Buchstabe gesetzt wird, dann sieht der halt ein bisschen anders aus. Und da sieht man jetzt hier so ein bisschen unterschiedliche Varianten. Und das hat auch irgendwie so ein bisschen Diskussionen unter Typografen ausgelöst, wie das überhaupt ist und mit Computern. Und das verändert alles und irgendwie alles ist ein bisschen böse. Und Drucker, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Druckertreiber sind ja auch irgendwie so ein bisschen schlimme Magie. Und ich fand es ganz spannend, dass das passiert ist. Was ein bisschen schade ist, leider funktioniert das heutzutage nicht mehr so richtig. Also man sieht jetzt hier nochmal ein Beispiel, aber eigentlich alle Bilder, die ich dabei habe, sind von einer modernen Abwandlung aus OpenType. Mhm. Weil das Problem ist, dass diese Lücke so, ehrlicherweise kenne ich mich mit Druckertreiber nicht gut genug aus, um das jetzt gut genug erklären zu können, was da ausgenutzt wurde. Aber das Problem ist, das funktioniert so heute nicht mehr und man hat es dann halt versucht, mit OpenType nachzubilden und OpenType hat in der Definition Möglichkeiten, alternative Symbole zu setzen. Also ich kann mehrere kleine E's hinterlegen, die dann zufällig gewählt werden oder auch in zufälligen Kombinationen, also in bestimmten Kombinationen anders gewählt werden. Damit kann man es dann halt so ein bisschen nachbauen. Ist das nicht ganz so cool, aber trotzdem. Genau, es ist echt nicht ganz so cool, aber man sieht zumindest die Optik irgendwie noch. Genau, und hier sind jetzt praktisch überlagert drei Varianten von Better. Und wenn man sich die Schriftart heute, wenn man die noch benutzen will, kann man auch runterladen, kann man auch kaufen. Dann gibt es diese fünf Varianten mit zunehmendem Jitter-Faktor praktisch, die nachgebaut sind eben als Alternativvarianten da drin. Das wäre schön, wenn genau. Das jedes Mal, wenn man es scannt oder ausdruckt oder sowas, irgendwie so ein bisschen mehr verfällt, irgendwie wird abgenutzt quasi die Buchstaben. Ja. Fände ich auch sehr schön. Eigentlich fände ich es schön mit jedem Druck, so wie du halt bei einer Modeldruck oder sowas so eine Abnutzung hast, ne, das wäre cool, wenn man dann irgendwie mit jedem Druck geht der Font ein bisschen mehr kaputt. Fände ich auch richtig gut. Ja, so würde sich auch das Lizenzproblem bei Fonts vielleicht ergeben, sozusagen so, du hast 10 Drucke frei und danach. Oh je. Danach geht's einfach nicht mehr. Vielleicht nee, ich bin nicht schön, was ist eine. Ja. Ja, mir gefällt es besonders gut, weil es ist so eine unerwartete Sache, dass sich Dinge im Druck verändern oder halt auch je nachdem, an welchen Treiber ich es gebe, sich der Font ein bisschen verändert. Das ist so die gemeine, unerwartete Erfahrung, die man damit hat, glaube ich. Mhm. Und ich schätze auch tatsächlich, dass Hersteller von Druckern nicht so scharf drauf sind, irgendwie, dass solche Dinge passieren können überhaupt. Ne? Ja, Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte. Aber genau, ja, andererseits ist es eigentlich eine Turing-vollständige Sprache, glaube ich. Ne? Und du kannst theoretisch ich habe mal gesehen, einen Ansatz, wo Leute irgendwie, wenn man irgendwie Formeln eintippt, also mathematische Rechnungen oder so, dann rechnet die Font das für einen aus und printet dann das Ergebnis oder so. Ja. Das ist auch super. Sehr schön. Ja, das war's schon von mir. Dann gebe ich zurück an dich. Mhm. Wir gucken uns als nächstes Quines an. Hast du davon mal gehört? Nee, gar nicht. Das sind Programme, die eine ganz bestimmte Eigenschaft haben. Und zwar ist die Ausgabe, die sie haben, identisch mit dem eigenen Source Code. Und das ist halt eine relativ schräg wirkende Eigenschaft, dass das überhaupt möglich ist. Und was ich heute mal machen möchte, ist
dann langsam durch ein Beispiel steppen, wo wir sowas aufbauen zusammen. Output ist gleich Source Code. Man könnte jetzt, wenn man das sehr weit fasst, sagen, okay, was ist denn mit dem leeren Programm? Also ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ist in Python, das ist der Dateiname und ich habe die Beispiele jetzt immer so aufgebaut, das ist quasi so eine Kommandozeilenansicht hier, ne? Cat plus Dateiname gibt einem den Inhalt aus quasi zum nächsten Dollarzeichen, was so der Prompt der Kommandozeile ist. Das heißt, wenn hier nichts ausgegeben wird, ist offenbar die Datei leer. Und das zweite ist dann, dass man das mit Python zum Beispiel ausführen kann, dieses Programm. Und da ist dann auch die Ausgabe leer. Und ne, kann man jetzt sagen, haha, ist identisch, ist ein Quine. Aber üblicherweise wird das halt, man sagt, das ist zu trivial, zu uninteressant. Okay. Deshalb ist das dann so der Fall, der verboten wird quasi. Okay. Da gibt es noch Quines, die ein bisschen schummeln. Das hier ist ein Cheating-Quine zum Beispiel. Ne, das ist ein Python-Programm, das guckt sich seinen eigenen Dateinamen an, öffnet die Datei, liest dann diese Datei ein und gibt dann aus, was da drin ist. Also das ist so ein bisschen, das nutzt so aus, dass es irgendwie auf sich selbst zugreifen kann. Und da ist dann tatsächlich, wenn man es ausführt halt, ne, die Ausgabe auch identisch zum eigenen Source Code. Aber es hat, naja, so Datei-IO gemacht und auch das ist dann üblicherweise ein Fall, den man verbietet, weil man sagt, naja, wenn man das machen darf, ist das zu leicht. Das kann man irgendwie auch in vielen Programmiersprachen machen. Wir wollen das schwerer. Hier ist noch ein schöner Cheating-Quine. Du kennst vielleicht, wenn man Shell-Skripte schreibt, dann kann man ganz oben in die erste Zeile so eine spezielle Syntax schreiben, die sagt, mit welchem Programm dieses Skript jetzt ausgeführt werden soll. Ne, üblicherweise ist das dann so bin bash oder sowas, um irgendwie eine echte Kommandozeilen-Shell für die folgenden Befehle auszuführen. Aber wenn man da jetzt das Programm cat selber reinschreibt, also das ist halt das Programm auf der Kommandozeile, was Dateien ausliest, so wie wir es hier auch benutzt haben, um es anzuzeigen. Wenn man dann dieses Skript ausführbar macht und ausführt, dann passiert Folgendes, dann guckt irgendwie, ne, das Betriebssystem, okay, was steht da in der ersten Zeile, womit soll ich jetzt dieses Programm ausführen? Oh, cat, okay, ich gebe es mal, ich lasse das den Inhalt ausgeben und dann hat man es auch wieder reproduziert. Auch ein Cheating-Quine, weil das greift auf den eigenen Inhalt zu, aber ich finde es sehr cool, dass das geht. Okay, und wir bauen jetzt einen echten Quine, der nicht diese Workarounds ist, was trivial ist. Auch wieder in Python. Wenn wir den eigenen Source Code ausgeben wollen, dann müssen wir auf jeden Fall irgendwie was ausgeben. Das heißt, mit so einem Print anzufangen oder so, ist schon mal ein ganz guter Start. So, hier haben wir jetzt ein Print-Fragezeichen quasi, das gibt ne, den String-Fragezeichen aus. Wenn man das ausführt, dann ist das erstmal nur dieses Fragezeichen und so richtig wissen wir jetzt auch noch nicht, was da rein soll und können darüber nachdenken. Und dann könnte man sagen, naja, wir wollen ja den eigenen Quelltext reproduzieren. Das heißt, das, was wir ausgeben müssen, ist irgendwie was mit Print da drin. Das heißt, der nächste Schritt, den wir machen, könnte sein zu sagen, okay, wir ersetzen mal den Inhalt dieses Strings durch irgendwie Print mit einem Fragezeichen vielleicht so. Und das auszugeben, okay, das gibt dann definitiv Print-Fragezeichen aus, aber es fehlt jetzt halt, also dadurch, dass wir das in den String geschrieben haben, ist jetzt diese Doppelung hier drin. Ne? Wir haben zwei Prints, aber nur eins davon ausgegeben. Das heißt, es ist auch noch nicht so richtig identisch in was wir wollen. Und dann ist üblicherweise ein Schritt, den man machen kann, das irgendwie mit einer Hilfsvariable zu lösen. Dass wir jetzt sagen, okay, wir definieren uns mal eine Variable namens s, die enthält irgendeinen String und den geben wir dann aus. Das ist jetzt hier wieder das Ergebnis wie im ersten Beispiel mit einem Fragezeichen, aber da können wir jetzt auch anfangen zu sagen, okay, dieser String darf jetzt irgendwie andere Sachen enthalten. Und wir machen den jetzt schon mal so ähnlich wie möglich zu dem eigenen Quelltext, den wir hier haben. Das heißt, wir nehmen jetzt da kein Fragezeichen rein, sondern wir schreiben da rein, s gleich irgendwas. Okay, ja. Print S. Das ist jetzt auch wieder so. Es ist jetzt in sich selbst gewickelt quasi. Ne? Außen ist so diese Struktur, die wir brauchen, um das auszugeben. Und in dem String ist im Grunde auch die ähnliche Struktur schon mal angelegt. Wenn wir das ausführen, dann kriegen wir den Inhalt dieses Strings. Und das Fragezeichen ist halt noch da. Und auch da fehlt uns jetzt ein bisschen diese Doppelung, dass ne, das Innere des Strings so ähnlich ist wie das Äußere. Genau, gefühlt hat man noch nicht viel gewonnen aktuell sozusagen. Ne?
Aber hast du eine Idee, was wir da jetzt machen könnten? Da kommt jetzt hin irgendwie an so einem Schritt, wo man irgendwie eine Lösung bräuchte für diese Doppelung. Ja. Also. Ich frage mich, ob man irgendwie so witzige String-Magie machen kann. Mhm. Was man aus dem String hat, was man komisch escaped oder so. Mhm. Mhm. Ja. Genau so was ist die Richtung. Ne? Also es gibt in Python diese Art und Weise, so Format-Strings zu schreiben. Dass du irgendwie so einen Platzhalter drin hast und den dann später durch irgendwas ersetzt. Das nimmt man oft, wenn man, keine Ahnung, ne, Hallo, Komma, Name, Ausrufezeichen oder sowas machen will. Und dann kommt an die Stelle, wo der Name steht, halt, da will man irgendeine andere Variable drin haben quasi. Und dann kann man da so eine Syntax benutzen wie %s oder so, um zu sagen, da kommt später noch ein String rein. Und genau sowas können wir jetzt auch machen, an der Stelle, wo das Fragezeichen steht. Denn wenn wir das hier später ausgeben, dann ist das ja schon recht ähnlich zu dem, was wir haben wollen. Nur wir wollen an der Stelle des Fragezeichens den String selber. Das heißt, wir können diese Variable s nehmen und sie in sich selbst einsetzen. Das ist der nächste Schritt. Das sieht dann so aus. Also da steht jetzt s gleich Anführungszeichen %s, ne, um zu sagen, da kommt später noch was rein. Mhm. Anführungszeichen. Die müssen jetzt escaped werden, damit das in diesem großen String funktioniert. Und dann springe ich mal ganz ans Ende erstmal. Da ist jetzt die Variable s und wir setzen sie in sich selbst ein. Das ist die Syntax in Python, um das zu machen. Dass man sagt, vorne ist so das Template und hinten kommt dann was rein, was wir da jetzt einsetzen wollen. Und naja, um später es so ähnlich wie möglich in der Ausgabe zu machen, machen wir das auch hier in dem String schon mal, dass wir das vorsehen. So s%s, da muss man jetzt 2% schreiben, damit das auch sich selbst escaped, damit dieses ja. Formatieren nicht denkt, da muss man jetzt noch irgendwas tun. Sonst crasht das halt. Aber wenn wir das machen, dann ist die Ausgabe schon ziemlich, ziemlich ähnlich zu unserem eigenen Source Code. Wir haben den String in sich selbst eingesetzt und siehst du noch den Unterschied, der jetzt existiert? Der entsteht in diesem Escaping hier. Ja, genau. Ja, da fehlen also, das die ist jetzt ein bisschen ja, das genau. Problem. So, wenn wir das escaped haben, dann ist halt in dem String, der ausgewertet wird, eigentlich nur noch ein faires Anführungszeichen drin und das wird dann da eingesetzt. Das heißt, da fehlen uns diese Backslashes noch. Sonst ist es quasi gut, aber die Backslashes sind ein dickes Problem, weil da könnte man jetzt schon hergehen und irgendwie sagen, okay, wir machen uns von dem String zwei Varianten und der eine, da packen wir nochmal extra Backslashes rein oder so und das ist dann das, was wir da einsetzen. Aber das wird wirklich kompliziert und um das zu vermeiden, schreiben wir jetzt eine Version, die im Grunde was Ähnliches macht, aber nicht das Problem hat, dass wir in dem String irgendwie nochmal andere Quotes haben. Das sieht dann so aus. Okay. Und zwar benutzen wir dieses char 39, ja, das nimmt das ASCII-Zeichen 39, das ist zufälligerweise ein einfacher Quote quasi, und setzen wir auch ein. Setzen wir ja, jetzt oben den String drumherum quasi. Ja, also wir setzen das S in die Mitte und das char setzen wir davor und dahinter. Und dann haben wir in der Ausgabe diese einfachen Ticks um den String drumherum. Das sind dann später in der Ausgabe dieses hier und dieses hier. Und genau, da müssen wir im String dieses Replacement mit dem Char reinschreiben und außerhalb auch, damit es identisch bleibt. Aber das ist jetzt wirklich ein echter Quine-Programm, das in einem Source Code ausgibt. Man kann das noch einfacher machen in Python, wenn man einen bestimmten Format-String-Argument nimmt. Das ist %R. Habe ich auch erst gelernt bei der Vorbereitung des Talks für Web Presentation. Und das nimmt einen String und tut dann da rein so eine Form oder eine Form der Variable, die so aussieht wie die Syntax in Python, die man haben würde. Also wenn man da jetzt bei %R einen String einsetzt, dann kriegt der automatisch Quotes um sich rum. Ja, dass man so eine Darstellung hat, wie sie in Source Code üblich wäre. Und damit kann man das ein bisschen kürzer schneiden. Genau. Und also das macht, probiert, wenn ihr dem Talk zuhört, gerne mal aus, in eurer Lieblingsprogrammiersprache oder sowas, ein Quine zu schreiben. Ich finde das eine super irgendwie Mind-Bending-Aktivität, das zu versuchen hinzukriegen. Ich habe noch mitgebracht ein Ding, das ist eher so aus der Mathematik, eine selbstreplizierende Formel, die hat sich mal jemand ausgedacht. Die sieht so aus. Die ist definiert irgendwie auf den Variablen x und y, also auf so einem Gitter von Pixeln quasi. Und wenn man die
auswertet, dann guckt man immer, ob an der Stelle XY, wo der Pixel ist, ob das, was man hier rechts ausrechnet, größer ist als 1,5. Und wenn das größer ist als 1,5, dann macht man da einen schwarzen Pixel und sonst einen weißen. Und wenn man das dann plottet, kriegt man dieses Bild. Und ich konnte das erst kaum fassen, weil da ist ja unten so viel. Sieht viel zu simpel aus, ja. Ne? Mhm. Genau. Also das, als man das alles encoden könnte. Und es ist auch eigentlich ein bestimmter Hack hier angewandt. Und zwar ist die Frage, welchen Pixelbereich haben wir hier geplottet? Auf X gehen wir irgendwie von 0 bis 110 oder sowas. Aber auf der Y-Achse siehst du dieses mysteriöse K. Es geht von K bis K plus 17. Und das ist dann der Bereich, der die Formel selbst enthält. Und soll ich dir mal zeigen, was K ist? Ja. Okay, boah, nein. Das heißt, in dem Bereich quasi ist reingecodet irgendwie, welches Bild man da haben will. Wenn man ein anderes K auswählt, kann man da eigentlich beliebige andere Formeln auch anzeigen. Trotzdem ist das ein schöner Taschenspielertrick irgendwie. Ja, sehr. Und dann gibt es noch Quines, die nicht nur von einer Sprache in sich selbst zurückgehen, sondern die so eine andere Sprache ausgeben. Das ist relativ faszinierend. Also in diesem Fall ist es ein Ruby-Programm. Das heißt, das beginnt hier bei Ruby. Wenn man das ausführt, dann gibt es den Source-Code für ein Rust-Programm aus. Und wenn man das in Rust compiled, dann gibt es ein Scala-Programm aus und so weiter. Die sind, glaube ich, auch alle alphabetisch sortiert und es sind halt 128 Stück. Und wenn du den Kreis einmal gemacht hast, kommst du wieder bei Ruby raus. Und der Source Code selbst sieht wie folgt aus. Der enthält auch Logo von sich selbst. Und das ist halt dafür, dass das 128 Sprachen sind, finde ich doch erstaunlich kurz eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Und auch das hat mir Spaß gemacht, irgendwie mal zu versuchen, wie weit man kommt, das selber zu compilen. Also mal auf das Repo gehen. Und das hat dann irgendwie ganz gute Anleitungen, was man damit machen kann. Also man kann sich den Quelltext runterladen, eine Menge Abhängigkeiten installieren und dann kann man halt loslaufen und sagen, okay, ich compile das in Ruby, dann kommt das Programm raus und dann in Rust und so weiter. Und das Ganze 128 Mal. Oder alternativ, wenn man alle Abhängigkeiten hat, kann man auch einfach Make tippen und dann macht es das. Soweit von mir. Richtig cool. Du hattest vorhin von Taschenspielertricks. Da mache ich ein bisschen weiter. Ich habe auch praktisch ein paar Taschenspielertricks dabei. Wir haben ja ein bisschen Erfahrung gesammelt in der Spieleentwicklung, würde ich sagen. Wir haben ja ein Lernspiel zusammengeschrieben vor mittlerweile 1,5 Jahren oder so. Und ich glaube, es war sogar um die Zeit oder auch ein bisschen früher, da ploppte mal so ein spannender Twitter-Thread auf, wo jemand gefragt, Game-Developer gefragt hatte, was für geheime Tricks habt ihr denn in Spielen eigentlich angewendet? Und ich fand das irgendwie ganz cool. Also ich gucke generell gerne hinter die Kulissen von Spielen, das finde ich immer sehr spannend. Voll. Ich habe so meine große Favoritenliste zusammencompiled mal davon praktisch. Und ein paar, also die ersten sind, glaube ich, vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Wenn man sich in einem Kampf befindet, hier das Beispiel ist Bioshock, und man hat mehrere Gegner um sich rum, vor sich, hinter sich, dann ist es meistens so, dass Gegner von hinten entweder gar nicht angreifen oder viel langsamer unterwegs sind, weil man, ja, sonst wird der Spieler überrascht und das ist echt unangenehm, man kann nicht drauf eingehen. Und was ich aber auch sehr schön fand, eine Antwort war sowas wie, ja, wenn mehrere Gegner angreifen, dann dürfen das maximal zwei sein in unserem Spiel und die anderen, die flankieren dann einfach und schreien Flanking oder sowas, um praktisch einfach zu vertuschen, dass man gerade nicht den Spieler überrennen möchte. So, ah, ich gehe mal zur Seite und mach so lang was anderes, bis die anderen fertig sind. Und es erinnert einen ein bisschen manchmal an so Filme, wie ich sag mal sowas wie Jackie Chan, wo so sehr durchchoreografierte Kämpfe sind, wo du halt auch siehst, da kommen nicht zu viele Menschen auf einmal, sonst funktioniert es halt einfach nicht. Und relativ ähnlich ist es, wenn man in die Shooter-Region guckt, wenn man beschossen wird, gerade aus dem Nicht-Sichtfeld, dann ist es wohl sehr oft so, dass die erste Kugel prinzipiell dich nicht trifft oder dich nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit trifft, um eben dir den Warnschuss zu geben, um zu sagen, oha, du wirst beschossen, dreh dich mal um, von hinten
kommt gerade was. Meistens hat man ja dann auch eine visuelle Einblendung, von wo der Schuss gerade kam. Und da haben die Leute dann auch noch ein bisschen weiter gedacht, fand ich ganz spannend. Umgekehrt scheint es wohl so zu sein, wenn du als Spieler oder Spielerin gerade deine letzte Munitionspatrone verfeuerst, dann zieht die gerne mal oder macht die gerne mal mehr Schaden, um dich praktisch noch irgendwie zu retten. Und ähnlich ist es auch mit dem Lebensbalken zum Beispiel. Also dein letzter Lebensbalken hat meistens eigentlich mehr Punkte als die anderen, um dir praktisch das Überleben sicherzustellen. Das ist so, wie man da betrogen wird. Aber es ist halt auch, man möchte das halt auch eigentlich. Genau, es macht das Erlebnis irgendwie besser. Aber ich fand es schön, weil es stand so richtig ausformuliert drin. Ja, wir möchten, dass der Spieler oder die Spielerin halt das Erlebnis bekommt, oh, ich habe gerade noch überlebt, ich bin so gut, gerade noch habe ich das geschafft. Und das erzeugt man dann damit, dass man da ein bisschen trickst. Den hier, wenn es um so Plattformen geht, ich glaube, den hat jeder schon gefühlt mal selber erlebt. Da gibt es die Coyote Time, hatte das ein Twitter-User genannt. Wenn man praktisch von Plattform zu Plattform springt, dann gibt es nochmal so den kurzen Moment, wo man eigentlich in der Luft steht, schon runterfallen würde, aber man kann den Sprung noch auslösen, um den Leuten halt ja ein bisschen zu unterstützen, ein besseres Gefühl zu geben. Sonst wären Plattformen einfach noch viel frustrierender, als sie einfach eh schon sind. Und ein Klassiker scheint da wohl Crash Bandicoot zu sein. Und falsche Richtung. Da wollte ich hin. Den kennt man, glaube ich, auch ein bisschen. In vielen Spielen hat man einen Begleiter. Hier ist Fable, da hat man einen Hund dabei. In Red Dead Redemption hat man sein Pferd dabei. Gibt es wahrscheinlich noch irgendwie 1000 andere Varianten. Aber man kennt das auch, dass die KI-Begleiter jetzt oft nicht so die klügsten sind, gerade was so Pathfinding angeht. Und die bleiben gerne mal stecken oder ja, verlaufen sich ein bisschen. Oder man ist auch einfach zu schnell, weil die irgendwie viel, viel langsamer laufen und nicht so richtig hinterherkommen. Und da ist der geheime Taschenspielertrick, dass man die Begleiter einfach offscreen respawnt hinter einem, damit sie einfach wieder da sind und man befreit sie praktisch einfach heimlich. Man vertuscht einfach heimlich, dass die Pathfinding-KI vielleicht nicht so toll war und setzt ihn einfach hinter den Spieler und sagt, ah ja, jetzt bin ich wieder da. Ich glaube, da wundere ich mich ein bisschen, dass sie so schnell wieder aufgeholt haben. Ja. Schon, oder? Und ich meine, es gab auch ein paar witzige YouTube-Videos zu einem Spiel wie Sherlock Holmes, wo dein Begleiter Watson immer so ganz krass wieder irgendwo aufploppt und dann, also das ist so obvious, dass er teleportiert gerade, dass es schon so ein, dich so ein bisschen aus der Stimmung rausholt, weil es so unrealistisch ist, dass er plötzlich wieder überall irgendwo aufploppt, wo er gar nicht sein kann. Also kann man auch übertreiben. Dann gibt es Spiele wie Resident Evil 4, die haben eine sehr anpassbare Schwierigkeitsstufe. Das heißt, wenn ich ein Level spiele und komm nicht klar und sterbe an einer Stelle und starte den Abschnitt von neuem, dann spawnen unter Umständen weniger Gegner oder schwächere Gegner, um praktisch so graduell sich deinem Können anzupassen. Finde ich spannend. Also bei Resident Evil 4 merkt man es auch relativ stark, und zwar sogar so sehr, dass Speedrunner das auch mal ganz gerne ausnutzen. Das heißt, die sterben absichtlich an einem bestimmten Punkt, um dann den Level neu zu starten mit weniger Gegnern, um dann eben schneller durchzukommen. Also das kann man auch taktisch klug ausnutzen in der Speedrun-Community. Ich glaube, was vielleicht auch ein bisschen in die Ecke fällt, was man auch echt kennt, ist ja bei Mario Kart, da bekommt man, der letzte Spieler bekommt halt tendenziell immer die besseren Items beim Aufsammeln, um sich wieder nach vorne zu bringen. Ja, genau. Das ist jetzt leider ein bisschen kleiner Screenshot. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den aus dem richtigen Spiel genommen habe. Es geht um das Spiel Jedi Academy. Da schrieb ein Twitter-Nutzer dazu, dass man Kombos machen kann. Also hier, ich bin nicht so im Star Wars-Universum unterwegs. Okay. Hier werden Blitze geschleudert und jemand hält ein Laserschwert in der Hand. Und man kann irgendwie ganz krasse Kombos ausführen in dem Spiel. Und die Kombos sehen halt richtig spektakulär aus, wenn die stattfinden. Aber das Problem war wohl, dass die Gegner, ja, die müssen nah zusammenstehen oder irgendwie so ein bisschen in der Linie stehen, dass die Kombo da irgendwie, dieser Blitz sich schön ausbreiten kann.
Und es passiert halt leider dann eigentlich gar nicht so oft, wie die Entwickler sich das gewünscht hätten. Und was sie dann halt machen, ist, sie nudgen die Gegner praktisch dahin, sich in die passende Formation zu stellen. Oder wenn die Kombo ausgelöst wird, dann torkeln sie so ein bisschen in die richtige Formation, dass diese Kombo maximal toll sich entfalten kann und ein schönes Gefühl von Macht für den Spieler und die Spielerin hinterlässt. Dann haben wir hier zum Beispiel Guitar Hero, fand ich auch sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber ich glaube schon. Da schrieb ein Entwickler dazu, man wird ja nach dem Spielen immer, gibt es ein Ranking, man wird bewertet in einem 5-Sterne-System. Und in Wahrheit werden aber nur Sterne von 3 bis 5 verteilt. Also man wird nicht auf einen oder auf 2 Sterne schlecht beurteilt, um kein schlechtes Gefühl zu geben, sondern man war immer schlechtestens mittelgut oder besser. Das fand ich sehr süß. Erinnert mich ein bisschen daran, wenn man so Likert-Skala-Umfragen macht, dann neigen Menschen ja auch dazu, nicht die Extremwerte zu nehmen zum Beispiel. Und so möchte man hier auch niemanden beleidigen, wenn er gleich nicht so gut war. War er immer noch mittelgut. Ich kenne das von meinem Mood-Tracking zum Beispiel, dass ich da eigentlich nie die schlechteste Option auswähle, weil ich mir immer noch so viel schlimmer vorstellen kann eigentlich. Genau. Ja. Aber dadurch nutze ich dann auch nicht die ganze Skala aus. Ja. Das stimmt, ja. Muss man sich selber ein bisschen austricksen dabei und einfach nochmal 2 Punkte außen hinsetzen. Genau, was so ein bisschen in die Combo-Nudging-Richtung geht, ist zum Beispiel 4. Da stehen relativ viel explosive Sachen in den Levels rum. Und die Kugeln werden immer ein bisschen dahingehend gelenkt, dass sie explosive Dinge treffen, damit es spannender aussieht und Sachen explodieren. Und also liest man tatsächlich dann in den Twitter-Kommentaren über mehrere Shooter-Spiele, dass die Kugeln gerne mal ein bisschen gelenkt werden nochmal, um Gegner zu treffen oder um spannende Sachen zu treffen, um da ein bisschen Pufferraum zu geben einfach. Genau, aber in 4 explodiert besonders viel. Und mein allerletztes ist von Hellblade. Und hier, Spoiler, wer das noch spielen will, weiß ich nicht, macht mal kurz 20 Sekunden auf Mute oder so. In Hellblade ist es so, die Story, oder am Anfang der Story handelt man sich so eine Art Pestkrankheit ein. Man sieht es hier so leicht angedeutet, so am rechten Arm, da wächst so eine schwarze Krankheit den Arm entlang. Und das Spiel sagt einem, dass mit jedem Mal, in dem du stirbst, wird diese Krankheit schlimmer und die wird praktisch dein Spiel über so lange wachsen, bis sie dich verzehrt hat und dein Spielstand vernichtet wird. Also du hast praktisch nicht eine unendliche Lebensanzahl. Und es wird ja aber nicht gesagt, wie viel, also wie oft du tatsächlich sterben kannst. Und ja, Spoiler, as it turns out, dies gibt es nicht. Also du wirst nie wieder. Es gibt keinen Permadeath. Das Spiel versucht dich einfach nur auszutricksen. Und da waren auch viele Leute danach sauer, als sie es rausgefunden haben. Ich fand es für mich voll gut, weil ich fand den Druck beim Spielen so schlimm, dass ich es dann gar nicht fertig gespielt habe. Und dann irgendwie, ich habe keine Lust, von vorne anzufangen, wenn es mal nicht klappt. Aber das ist auch irgendwie ganz spannendes psychologisches Nudging. Einfach nur durch das Erzählen, dass was voll Schlimmes passiert, dass man da sehr viel Druck aufbauen kann. Ähnlich scheint es wohl auch Abschnitte zu geben in Spielen, wo eine Timer-Funktion ist, die dir Druck machen soll. Du hast irgendwie 5 Minuten Zeit, aber in Wahrheit sind es 8 Minuten, weil die Sekunde ist keine wahre Sekunde, sondern der Timer läuft ein bisschen langsamer, als er eigentlich behauptet zu laufen. Ist auch ein bisschen gemein. In Antichamber gibt es auch so einen Moment. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Geometrisches Puzzlespiel letztendlich. Wo auch irgendwie anfangs so eine Stunde runterläuft oder so und dir gesagt wird, du hast diese Zeit, um das Spiel fertig zu spielen, glaube ich, und irgendwann verschwindet die Uhr und die Anzeige kommt, time is meaningless oder so. Sehr schön. Auch Druck. Oh, sehr schön. Ja, cool. Dann gebe ich an dich weiter. Es soll als nächstes um Baubotanik gehen. Das ist ein kurzes Segment, wo ich einfach meine Begeisterung, dass etwas existiert, mit euch teilen möchte. Ich würde dich gerne mal raten lassen, wenn du diesen Begriff hörst, was denkst du, was könnte das sein? Es klingt wie, ich integriere Pflanzen in die Architektur. Mhm, genau, ja. Als Solarpunk-Fan wird das auch was sein. Genau wie du sagst, man kombiniert wachsende, lebende Pflanzen und irgendwie aus anderen Materialien gefertigte Strukturen. Das ist so ein Konzept für so ein Pavillon, wo dann diese einzelnen Stockwerke tatsächlich von dem Holz getragen werden.
Und ich glaube, an der Uni Stuttgart hat das mal angefangen im Architekturbereich, dass Leute da auch irgendwie einfach zu geforscht haben, wie kann man das machen so, ne? Irgendwie, wie kann man gut irgendwie so Metallstangen und Bäume miteinander verbinden, dass das gut hält. Und ne, irgendwie in so Astgabeln klemmen und dann zuwachsen lassen, ist irgendwie immer eine ganz gute Strategie. Also das ist halt, das dauert natürlich viele Jahre so, bis das irgendwie gut fixiert ist, aber dann ist das halt auch eine solide Verbindung. Und genau, in diese Richtung gibt es einige Konzepte und einige Forschungen. Hier gibt's irgendwie geht es darum, wie machst du so eine verwobene Struktur, dass du erstmal was Einzelnes hochwachsen lässt und dann noch so zusätzliche Pflanzen quasi in eigenen Töpfen irgendwie seitlich da dran flanscht oder so. Und wenn die gut genug verwachsen sind, kannst du die Wurzeln abschneiden und dann werden die von dem Nachbarn versorgt. Mitversorgt, ja. Mhm. Und dann hast du so eine Struktur, die nicht natürlich so wachsen würde, aber durch geschicktes Schneiden und irgendwie zusammentun kannst du das halt erzeugen. Gibt ein paar Prototypen, zum Beispiel hier so einen Steg, der irgendwie an der Uni mal entwickelt wurde und auch jetzt über Jahre irgendwie schon relativ schön hochgewachsen ist. Und das hier ist noch ein studentisches Projekt gewesen an der Technischen Uni in München, wo sie so einen Pavillon machen wollten, quasi so ein Dach irgendwie für diese Gruppe von Bäumen. Und ne, das haben sie gebaut. Das sieht irgendwie, als es irgendwie relativ frisch war, so aus. Und dann haben sie hier diese Grafik, wie sich das in den nächsten 40 Jahren dann entwickeln wird. Und ich finde, die ist einfach so eine schöne Zukunftsvision, irgendwie davon mehr zu haben, auch so, ne, im öffentlichen Raum irgendwie. Die Pflanzen können gut Kälte geben und Schatten. Und trotzdem hast du dann hier irgendwie ein wasserfestes Dach über dem Kopf. Und dann integrieren sich diese beiden Welten ein bisschen mehr. Cool. Und hier würde ich dich auch gerne nochmal raten lassen, was das wohl werden könnte. Das ist so ein bisschen mit dem Thema verbunden, aber geht in eine etwas andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht auch schon mal gesehen habe. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, züchten die Stühle praktisch direkt oder irgendwie ein Möbelstück oder sowas. Ja, exakt. Das ist eine Stuhlfarm. Witzig. Wie das aussieht, nachdem du es gepflanzt hast. Du irgendwie biegst halt einzelne Äste in die richtige Struktur. Wirst sie ja auch oben wieder miteinander verwachsen lassen quasi. Mhm. Und dann finde ich die Formulierung total super. Da kannst du dann halt den Stuhl ernten nach 6 bis 9 Jahren offenbar. Und dann lässt du den nochmal ein Jahr trocknen. Und dann kann man ihn ein bisschen abschleifen. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Der Hammer. Und ist halt unheimlich schick. Braucht super viel Geduld. Aber ich der ultimative generative Stuhl. Wo du dann genau so ein bisschen Randomness der Natur sogar mitbenutzen kannst, ne? Als Algorithmus. Ja, das. Wahnsinn. Voll cool. Ich finde es gerade richtig gut, weil wir matchen so ein bisschen. Ich habe auch Dinge mit Pflanzen dabei, ein bisschen zumindest. Ich bin vor 2 Jahren auf Cyanotypie gestoßen. Das kennen ehrlicherweise wahrscheinlich voll viele Leute, aber es ist vollkommen an mir vorbeigegangen und ich finde es so toll. Und ich habe das auch noch nie gehört, glaube ich. Es scheint in vielen Schulen, ist das einfach auch so ein Kinderexperiment. Oder vielleicht auch eher in US-Schulen. Ja. Also ich weiß, es ist total an mir vorbeigegangen. Also was ist denn Cyanotypie? Ich habe ein Video dabei. Ich probiere mal kurz, ob ich das ein bisschen groß machen kann, dann vielleicht auch hier. Das klingt nach Farben, das habe ich auch gedacht. Genau, es geht nach Farben. Die Idee ist, ich mache praktisch so eine Art Fotoabzug mit Licht, mit UV-Licht kann ich was belichten, um dann genau, also ein Bild davon zu erhalten. Und das Schöne ist, man kann das einfach in allen Schritten super toll selber machen und es ist nicht toxisch. Also und man muss nicht, ne, wenn man so selber überlegt, wie so Fotoabzüge funktionieren, dann braucht man 10.000 Bäder, Fixierer, es ist alles voll pingelig mit der Zeit. Genau, dunkler Raum und kompliziert. Und Cyanotypie ist halt die Vorstufe davon in super simpel. Und man kann sich selber so eine Lösung machen aus 2 Chemikalien. Die kann man easy kaufen, zusammenmischen im richtigen Verhältnis. Muss man halt vielleicht ein bisschen eine feinere Waage haben. Dann bekommt man hier so eine gelb-grünliche Flüssigkeit. Und die trägt man einfach auf ein Papier auf und lässt das trocknen. Sollte man eher, wenn es geht, in einem dunkleren Raum machen, weil die Beschichtung, die man da macht, eben dann UV-sensitiv ist. Und wenn das getrocknet ist, sollte man es auf jeden Fall in einem dunklen Karton oder Folie oder sowas aufbewahren. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man, jetzt muss ich ein bisschen hier mal reinspulen,
in das Video, dann kann man sich überlegen, was man denn belichten möchte. Also man kann zum Beispiel hier mit dem Inkjet-Drucker so ein Bild ausdrucken auf Folie und das dann als negativ nehmen zum Belichten. Mhm. Man kann aber auch Pflanzen dazwischen legen oder Gegenstände oder auf was man eigentlich Lust hat. Also man braucht halt irgendeine Form von Negativ, um ein schönes Muster zu kriegen, um es zu belichten. Und dann macht es meistens Sinn, das mit einer Glasscheibe irgendwie ein bisschen festzuhalten. Und die Person in dem Video, die hat sich hier so eine Belichtungskiste gebaut und macht hier so eine UV-Lampe rein, geht natürlich auch irgendwie gut. Man kann das im Sommer aber auch easy einfach irgendwie in den Garten oder auf den Balkon legen, weil die Sonne draußen dann auf jeden Fall stark genug ist, um das zu belichten. Wenn man das im Sommer macht, dann sieht es dann vielleicht irgendwie so aus, auch hier unter so einer Glasscheibe am besten so ein bisschen gepinnt, dass das halt möglichst flach auf dem Papier liegt. Und dann hat man so Belichtungszeiten von 5 bis 10 Minuten ungefähr in der Sommersonne bei uns. Und dann geht es natürlich noch um das Entwickeln. Also man merkt schon hier, es hat sich so ein bisschen ins Dunklere verfärbt. Dann kann man das einfach mitnehmen. Und der letzte Schritt ist eigentlich einfach nur, dass man das in Wasser gründlich auswäscht. Und die UV-sensitiven Partikel, die werden sehr blau. Und haften, bleiben am Papier haften praktisch und den Rest kann man einfach auswaschen aus dem Papier. Wenn man irgendwie, also das ist auch ein unkomplizierter Prozess, wenn man gemerkt hat, man hat zu wenig ausgewaschen, kann man es einfach nochmal unter Wasser halten, das ist nicht so schlimm, da also verhaftet sich nichts. Genau, das war es auch schon für das Video. Und danach hänge ich das eben einfach zum Trocknen auf und habe einen tollen Abzug gemacht. Also ich finde das irgendwie total faszinierend, wie simpel man das irgendwie machen kann. Mhm. Und ach, meine Folien heute mögen mich nicht so gerne. Genau. Nochmal zu den Chemikalien. Jetzt habe ich natürlich hier die englischen Benennungen dabei. Die deutschen kann ich ehrlich gesagt nicht ganz auswendig. Es sind 2 Chemikalien, die man in der Apotheke kriegt oder online ganz problemlos einfach in destilliertem Wasser auflöst. Das hält sich dann nicht ewig, wenn man es mal gelöst hat. Sollte man dann gleich verarbeiten auf Papier. Also nicht unendliche Mengen anrühren und stehen lassen. Das funktioniert nicht so toll. Und man kann dann auch ein bisschen mit der Belichtungszeit spielen. Hier links, also die Belichtungszeit ist relativ lange. Ich glaube, im Hochsommer bei uns wäre das jetzt vermutlich, genau, man sieht hier Februar war das irgendwie, da ist die Sonne noch nicht so stark. Ne? Im Hochsommer braucht man nicht so lange. Aber man sieht, wenn ich so ein Blatt benutze, dann kann ich das halt länger belichten und dann kriegt dann auch richtig schöne Details der Blattadern raus. Also nicht nur den Umriss, sondern es kommt halt dann mehr UV-Strahlung durch das Blatt durch und kann mehr blaue Partikel haften lassen auf meinem Papier. Ganz toll. Man kann das auch auf Stoff machen zum Beispiel. Also wenn man nicht Papier benutzen möchte, kann man das auch ganz toll auf Baumwollstoffen machen. Und gerade auch eben mit Pflanzen wird das eben sehr gerne gemacht, weil es halt schöne Abdrücke gibt mit schönen Mustern und unkompliziert ist. Das wird aber auch es wird auch in der modernen Kunst benutzt. Fand ich hier irgendwie spannenden Abzug mit einem Negativ von Häuserfotografien. Oder ein bisschen abstrakter hier noch irgendwie mit anderen Materialien vermischt und ein Porträtabzug, also kein Porträt, wie sagt man, ein Silhouettenabzug sozusagen von der Seite. Mir auch gut gefallen. Und was die Gedankenverknüpfung, die ich irgendwie erst jetzt vor ein paar Tagen hatte, ist, ach so, so hat man Blaupausen gemacht. Also das ist tatsächlich, wo die Blaupause herkommt. Mir war das auch gar nicht klar, was die Abzugsvariante ist. Man nimmt also Transparentpapier, um den Plan zu zeichnen, belichtet den auf mit Cyanotypie eben auf ein anderes Papier und erhält dann die Blaupause. Sehr schön. Okay, witzig. Ja, ich hätte auch noch nie hinterfragt, so, ne, warum man ausgerechnet diese Ästhetik irgendwie wählt für so schematische Zeichnungen. Aber ja, hat voll Sinn. Und also, wenn ihr das mal probieren wollt, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Rezepte im Netz, aber die sind alle verhältnismäßig ähnlich. Man kann halt ein bisschen experimentieren mit dem Mischungsverhältnis und wie man es aufträgt. Manche machen ein bisschen Gelatine in die Lösung, um zu verhindern, dass es zu tief in das Papier einzieht. Dann hat man eine dünnere Beschichtung praktisch und braucht nicht so viel Belichtungszeit. Also da kann man ganz viel experimentieren mit. Und es macht furchtbar viel Spaß im Sommer. Also einfach da mal irgendwie witzige Abzüge zu machen, ist enorm Spaß. Ich mache sehr viel Laune, kann ich sehr empfehlen. Eines der Kunstwerke, die du gezeigt hast, hat ja auch so eine Art Porträtfoto quasi, ne? Ich habe mich gefragt, ob man das irgendwie in eine Lochkamera setzen kann und dann draußen belichten. Das dauert dann wahrscheinlich ganz lange, aber geht das? Also ich habe einen Blogpost gefunden, wo das jemand gemacht hat und das hat zumindest bei einem Foto gut funktioniert, aber es ist wohl schon knifflig, weil die Belichtungszeit, glaube ich, super lang ist dann einfach in dem Moment und du kannst das nicht direkt, also ne, wenn du was wohin hältst, richtest du ja
das Ding nicht direkt auf die Sonne. Also du hast ja praktisch noch weniger Belichtung, wenn du es auf dem Objekt hältst, in der Lochkamera. Also probieren, also scheint schon, also theoretisch geht es. Ich glaube, die Belichtungszeit ist einfach ein bisschen der Faktor. Aber ich glaube, so krasser Sonnentag, mal einen Tag stehen lassen, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, glaube ich. Irgendwie charmant, dass man damit halt nur Sachen fotografieren kann, die irgendwie draußen sind dann so, ne? Wenn du in einem Innenraum mit künstlichem Licht bist oder so, wo kein UV-Strahlung ist. Dann nicht. Oder du müsstest halt super viel UV-Panels mitnehmen oder so. Das ist genau, das macht es nicht mehr so sympathisch. Also ich finde gerade die, ich lege Dinge in die Sonne und belichte Sachen, Idee find ich sehr, gefällt mir sehr gut. Voll. Immer mein Foliendesign ist auch ein bisschen Blaupause. Ja, Tatsache. Ich möchte wieder mit Aliens reden. Ich habe das, glaube ich, in Operation Mindfuck 1 schon mal als Thema gehabt mit dieser Voyager Golden Record. Das ist so eine Schrift mit einerseits Sounds drauf und auf der anderen Seite irgendwie Anleitungen, wie man die abspielen kann. Und ich habe letztes Jahr noch ein anderes Ding gefunden, was das in viel mehr Tiefe macht, irgendwie mit Aliens zu kommunizieren. Und also dazu stellen wir uns mal vor, wir sind selber Aliens auf einem anderen Planeten irgendwie, wir wissen nichts von Menschen, keine Ahnung, und kriegen irgendwann, also ne, wir sind ein bisschen, wir haben irgendwie Elektronik entwickelt und können jetzt irgendwie mit Radioteleskopen in den Weltraum lauschen. Und eines Tages empfangen wir so eine Nachricht. Die fängt so an, die besteht offenbar aus Einsen und Nullen irgendwie, eine binär encodete Nachricht. Die ist ziemlich lang, die hat 370.000 Bits insgesamt und endet so. Und jetzt ist die Frage, was machen wir da? Ne? Also wie gesagt, wir haben keine geteilte Kultur oder sowas mit den Menschen, wo das potenziell herkommt. Wie gehen wir da ran? Hast du eine Idee? Wie können wir das analysieren? Oder was könnten wir damit machen? Ja, wow, schwierig. Es ist ja irgendwie, es ist ja auffällig sequenziell. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich, also wenn das in so einem sehr gleichen Takt kommt, ist ja irgendwie mal ein Zeichen dafür, dass es artifiziell erzeugt ist, vielleicht, würde ich sagen. Also ich als zuerst, mein erster Gedanke wäre ja gewesen, ich spiegel das zurück. Also ich hätte eigentlich gerne das Gleiche zurückgesendet und geguckt, ob es dann wieder kommt oder sowas. Ne? Also sowas wie so ein Antwortding. Antwortet mir überhaupt jemand? Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also genau, also die Abschnitte sind auffällig, würde ich sagen. Das finde ich, also genau, das ist wirklich so ein Muster hier drin, ne? Irgendwie, wo wir so Regelmäßigkeit sehen können. Und ich würde auch sagen, das lohnt sich da mal hinzugucken und dann auf die Idee zu kommen vielleicht, okay, so wie ich das jetzt hier auf die Folie gemacht habe, vielleicht sind einfach die Zeilen nicht richtig umgebrochen, nicht lang genug quasi. Und wenn wir mal versuchen, eine andere Zeilenlänge zu wählen, irgendwie so, das ist jetzt wieder der Anfang der Nachricht, sieht man schon so ein bisschen mehr Struktur, definitiv so eine diagonale Linie irgendwie, aber machen wir vielleicht mal noch eins kürzer hier, dass alle Einsen, die am Anfang kommen, so in einer Zeile sind quasi. Okay, immer noch ein bisschen schief, auch in dem Rest sieht man so ist irgendwelche Strukturen, so, ne, die aber auch so ein bisschen diagonal aussehen. Machen wir jetzt mal noch eine Zeile kürzer. Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir sagen könnten, okay, das ist, da haben wir irgendwas richtig gemacht, weil jetzt ist das Ding so umgeben. Die Einsen umranden das nachher, genau. Von einem Rahmen aus Einsen. Und um das ein bisschen besser sehen zu können, können wir jetzt auch hier so die Einsen zu schwarzen Pixeln machen und die Nullen zu weißen. Und dann sieht das so aus. Oh, da ist definitiv interessante Struktur drin in dieser Nachricht. Und tatsächlich sind das jetzt so Seiten, die sind auch quadratisch. Ne? Wenn man die ganz anguckt, sehen die so aus. Und die Nachricht enthält ganz schön viele davon. Wenn man die alle irgendwie sich malt, ist das die Nachricht, die wir da gekriegt haben. In einer, wie gesagt, für uns vollkommen fremden Schriftsprache, wissen wir nicht so richtig. Wir haben ja, ne, wir haben nicht irgendwie die Sprache der Leute, die das mal gesendet haben und müssen jetzt deshalb irgendwie versuchen, uns das von Grund auf selber zu encoden, zu verstehen, zu entschlüsseln. Und da ist die Frage, wie kann so eine Nachricht überhaupt gebaut sein, dass das geht? Und wir können jetzt mal die erste Seite wieder ranzoomen und gucken, wie die aufgebaut ist. Ganz oben ist immer auf jeder Seite so eine Struktur hier. Irgendwie Dinge in der Ecke, dann irgendwie so ein Zeichen, nochmal Dinge in der Ecke. Und weil die halt auf allen Seiten oben sind, denken wir vielleicht, das ist irgendwie so eine Überschrift oder sowas.
Was genau die bedeutet, haben wir jetzt keinen Kontext irgendwie, ne, um das zu verstehen, aber und danach kommt so ein Abschnitt hier. Da sind irgendwie verschiedene schwarze Quadrate drauf angeordnet, zum Beispiel. Und hast du eine Idee, worum es hier bei diesem Abschnitt gehen könnte, ganz am Anfang dieser Nachricht? Ja, ist wie, also ich hätte ein Inhaltsverzeichnis vermutet. Die Punkte zählen ja hoch, genau. Ich glaube, was ich mir jetzt ganz spontan noch nicht erschließt, sind praktisch die, ich nenne sie mal Blümchen, also die vier Kreuzchen in der Mitte. Ja. Wobei, die zählen binär hoch, glaube ich. Genau. Ja, okay. Genau. Und die Symbole ganz an der Seite weiß ich auch noch nicht, was die tun. Die sind zumindest, die haben wir auch noch nie gesehen, genau. Die sind irgendwie neu für uns. Aber irgendwann kommen dann unsere Alien-WissenschaftlerInnen auf die Idee, dass es hier wohl um eine Zifferndarstellung gehen soll. Also diese schwarzen Quadrate sind, ne, da ist 0 Quadrat, da ist ein Quadrat, 2, 3, 4 und so. Und das gleiche nochmal in binär, wie du gesagt hast, irgendwie so quasi 4 0-Bits und da ist ein 1-Bit und da ist dann 1 an der zweiten Position. Und die sind immer getrennt mit so einem Zeichen hier. Das soll offenbar ja irgendwie Gleichheit symbolisieren. Und diesen beiden Dingen. Und dann kommt das nochmal und dann kommt dahinter immer so ein Zeichen. Das heißt, da denken wir, okay, das ist dann eine Zifferndarstellung, die da uns gegeben wird. Und also die Leute, die das gesendet haben, diese Menschen da draußen im Universum, vielleicht haben die auch die Zeichen so gewählt, dass die die selber so ein bisschen erkennen können. Also das, vielleicht sieht das für die selber so ein bisschen aus wie eine 0, wie eine 1. Eine 2 mit viel Fantasie. Ja, okay. 3 Striche, da sind so 4 Striche, ein bisschen wie eine 5 hier, ein bisschen geflippte 6, eine 7, eine 8, eine 9. Okay. Ah ja, Schatze. Und wie geht die Seite weiter? Wie geht es so weiter? Das ist jetzt ganz interessant. Bei 10 Quadraten sind es auf einmal 2 Symbole. Das heißt, die Leute, die das gesendet haben, verwenden offenbar Basis 10 und erklären uns das jetzt auch in dieser Botschaft so, dass sie das so machen. Es ist jetzt eine 1 und eine 0. Und bei 11 ist eine 1 und eine 1. Und so weiter. Und am Ende der Seite kommt diese Struktur hier. Und wenn wir, da kann man jetzt anfangen, so einen Lexikon sich aufzumalen, quasi, was diese einzelnen Dinge heißen. Aber das hier erkennen wir wieder als die 2. Und das ist 3, 5, 7. Oh, 11 ist Primzahlen. Primzahlen, genau. Das ist dann für uns jetzt nochmal der Gegencheck quasi, dass wir das richtig verstanden haben. Weil wir, die wir jetzt unabhängig von Menschen irgendwie auch eine Mathematik entwickelt haben, haben halt festgestellt, Primzahlen sind sehr unique, genau. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, die ersten 30 Primzahlen oder sowas. Und hier ganz am Ende kommt noch irgendwas, das ist eine 2 und dann kommt so, so hochgestellt. Da können wir jetzt als Aliens nicht so richtig wissen, was das heißen soll, wenn wir das erste Mal sehen. Dann hier noch so ein Zeichen und dann eine 1. Aber ne, mit späterem Kontext werden wir dann lernen quasi, genau, da geht es um eine Potenzierung. Und das ist dann die größte Primzahl, die die Menschheit zu dem Zeitpunkt, wo die Nachricht wurde, entdeckt hat. Das heißt, da geben die so ein bisschen an oder, weiß ich nicht, erzählen auch von ihrem eigenen technischen Fortschritt so, ne, irgendwie. Wir sind übrigens so und so weit gekommen bisher. Genau, naja, und so geht das dann, also, ne, so haben wir jetzt irgendwie ein Zahlensystem schon mal etabliert. Und das geht auf der nächsten Seite dann so weiter. Da geht es dann um mathematische Operationen. Also da ist ein 1, dann irgendwas, dann noch eine 1, ein Gleich, eine 2. Und zu dem Zeitpunkt könnte das sowohl mal als auch plus sein. Aber da kommen dann halt noch mehr Beispiele. Hier ist irgendwie 4 plus 3 gleich 7 zum Beispiel. Das heißt, da etablieren wir jetzt ein Plus, ein Minus und ein Mal. Und unten ein geteilt durch. Also das sind so Sachen wie, gucken, 4 geteilt durch 3 ist gleich 1,33333 und dann dieses treppenartige Symbol für und so weiter. Und dann können wir ein bisschen rechnen. Und an anderen Seiten geht es dann noch um Geometrie zum Beispiel. Hier wird
das Zeichen Pi das erste Mal erwähnt. Und auch hier gibt die Menschheit so ein bisschen an damit. Pi ist übrigens gleich 3,1415, bla bla bla. Und dann kommt dieses und so weiter Symbol und dann noch ein paar Stellen. Und das war halt auch zum Zeitpunkt des Sendens irgendwie so, so weit hatte man Pi da schon ausgerechnet oder bestimmt. Ja. Dann können die Aliens so ein bisschen sehen, wie sie sich technologisch damit vergleichen. Genau, Satz des Pythagoras, auch nochmal als Gegencheck, dass man alles verstanden hat. Hier beginnt es dann irgendwie um, also, ja, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Diese Grafiken da mit so Kreisen und da drauf sind kleine Dinge. In der Mitte sind auch immer Dinge. Habe ich jetzt zwei Hypothesen? Könnte Dinge mit Umfang zu tun haben? Könnte auch schon Dinge mit Planetenlokalisierung zu tun haben? Das wäre, glaube ich, auch mein erster Tipp gewesen. Irgendwie so Umlaufbahnen von Dingen. Ich glaube, zusammen mit den Zahlen, die dann hier unten vorkommen, könnten wir als Aliens dann irgendwann rausfinden, dass es da um Physik gehen soll. Also das ist hier eine Darstellung von Atomen und Elektronen, die da rumkreisen. Wie schwer sind diese Atome? Darüber kann man dann so Einheiten, also Gewichtseinheiten definieren und das später wieder benutzen. Genau, das hier ist dann so eine Sonnensystemsdarstellung. Ja, die ist schön. Sonne aus übrigens, weiß ich nicht. Unsere Sonne hat dies und diese Masse und hier ist so ein Planet davon speziell markiert. Auch in einer späteren Nachricht rum, da kommt das Symbol oben dann wieder vor. Ne? Das heißt, das ist jetzt nochmal ein Detail zu diesem Planeten. Da wird ein bisschen mit den Chemiegrundlagen, die man inzwischen erarbeitet hat, erklärt, okay, unsere Luft hier besteht irgendwie aus Sauerstoff und Stickstoff und CO2 und hier unten ist H2O und hier sind Berge und woraus die sind. Und weil wir als Aliens gar nicht wissen können, wo ist eigentlich unten, hat man hier noch so ein fallendes Quadrat reingemalt, sozusagen in diese Richtung wirkt die Schwerkraft. Spannend, ja. Und hier ist auch noch witzig, hier sind so kleine Dinge, so Figürchen irgendwie, die da rumlaufen und die auch speziell markiert sind. Das Zeichen kommt auch später wieder. Mhm. Und ist dann eine Darstellung offenbar der Lebewesen, die darauf sind, inklusive Größe. Und wie deren Zellen funktionieren, wie die irgendwie Energie gewinnen und wie sie sich vervielfältigen können. Und die allerletzte Seite der Nachricht ist dann noch eine ganz spezielle. Da ist in der Mitte dieses bisschen blumenartige Symbol. Das wird auch irgendwie vorher mal eingeführt als, also in Gleichungen, wo eine Variable unbekannt ist, taucht das mal auf. Das heißt, es geht da irgendwie um etwas Unbekanntes, um Fragen oder so. Und das ist jetzt die Seite, wo wir als Aliens gefragt werden nach ganz vielen Sachen irgendwie so. Was sind eure Einheiten und wie schwer seid ihr als Lebewesen? Und dieses kleine Dominosteinartige Ding, das wurde mal etabliert als das Universum. Da ging es um Eigenschaften des Universums. Dann werden wir jetzt gefragt, was wisst ihr eigentlich über das Universum? Und da sollen wir offen beantworten. Ja. Und naja, diese Nachricht heißt die Dutil Dumas Message. Die wurde 1999 mal ins All geschickt von einem großen Radioteleskop, das jetzt in der Ukraine liegt. Und war Teil so einer Bewegung namens Active SETI. SETI für Search for Extraterrestrial Intelligence. Und Active meint dann halt, wir lauschen nicht nur, ob wir irgendwas wahrnehmen von Aliens, sondern wir kommunizieren mal aktiv in den Weltraum rein und gucken, ob wir da irgendwie eine Antwort kriegen. Ich glaube, diese Nachricht ist immer noch unterwegs zu dem Stern, wo sie hingeschickt wurde. Also eine Nachricht kommt da erst, weiß ich nicht, spätestens in 50 Jahren oder sowas, wenn da eine kommt. Und das wurde auch damals heiß diskutiert, ob das überhaupt eine gute Idee ist, da so aktiv. Ja, nicht, dass man was Böses anlockt. Ne, genau. Wir machen uns kaputt. Interpretieren diese erhobene Hand der Leute als aggressive Geste. So. Tja. Aber genau, ich kann sehr empfehlen, diese Nachricht mal zu nehmen und irgendwie sich einen Nachmittag hinzusetzen und versuchen zu verstehen. Ich habe ein kleines Zine daraus gemacht im Sommer. Also ihr könnt auf den Link gehen und euch das ausdrucken und dann so in Zeilen schneiden, die zickzack falten und zusammentackern. Und dann habt ihr das als mitnehmbares Büchlein. Ja, immer wenn man jemanden neuen kennenlernt, kann man das perfekte Kennenlernen-Geschenk. Je nach Person, aber ja, genau.
Ja, das ist ja wirklich, also allein der Gedanke, sich zu überlegen, wie kommuniziere ich so viel Wissen, also es sind ja zwei Fragen, viel Wissen auf wenig Platz und wie bereite ich das so auf, dass das jemand verstehen kann, mit dem man 0,0 Wissensüberschneidungen hat möglicherweise. Krass, ja. Super spannend. Also kann mir trotzdem vorstellen, dass wir da jetzt als Menschen, die kulturell sehr nah dazu sind, einige Sachen auch gut übersehen, ne? Irgendwie irgendwas, ja, was man wirklich, wo man echt Probleme hat, das zu verstehen. Keine Ahnung. Vielleicht können Aliens mit dem Konzept von Rechtwinkligkeit nichts anfangen oder so. Dann hat man vielleicht Probleme, diese Quadrate überhaupt zu finden. Ja, ja. Ich meine, in welche Richtung man liest oder sowas. Ich glaube, das ist hier tatsächlich relativ egal. Wenn man das spiegeln würde, irgendwie wäre das auch verständlich. Tja, genau. Echt spannend. Ja, dieses Thema. Cool. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich überleiten soll. was ganz völlig anderes. ich habe Spaß mit Lasercuttern und habe da kürzlich ein paar coole Verarbeitungsmethoden dafür gefunden. Und ich glaube, was die meisten, und du vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen haben, ist an sich schon ziemlich cool. Man kann Sperrholz in den Lasercutter legen und es in sehr feine Streifen schneiden, die aber immer noch ein bisschen Kontakt haben. Und dadurch kann man Holz ganz toll biegbar machen, wie in dem Beispiel hier. Dann kann man da schöne Boxen rausbauen oder so Buchrücken oder eigentlich Taschen und Kleidung theoretisch auch. Genau, macht viel Spaß, ist relativ bekannt, würde ich sagen, hat wahrscheinlich jeder, der Zugriff auf einen Lasercutter hat, schon mal ausprobiert. Aber ich habe noch zwei andere coole Sachen gefunden. Und das läuft hier unter Laser-Origami. Das ist eine Forschungsgruppe vom HPI und die machen richtig coole Sachen. Die nehmen hier auch, ich denke, ist es Plexiglas und können ein bisschen unterschiedliche Operationen machen. Ganz normal schneiden wie hier. Man kann aber auch den Laser aus dem Fokus nehmen und damit Teile vom Plexiglas erwärmen. Und dann hat man natürlich den Verbiegungsfaktor, der dann stattfindet. Ja, also das Material wird schwach an der Stelle. Und in dem Fall ist es ja so hochgelagert auf diesen kleinen Stelen. Und dann kann das nach unten klappen. Und so kann man Plexiglas im Cutter direkt einfach falten. Fancy. Und das finde ich ziemlich cool. Mhm. Genau, in dem Video kommen jetzt hier noch ein paar Beispiele in der Art, wie die Software aufbereitet ist. Das ist dann nicht mehr so spannend. Aber ich habe noch ein zweites Video dabei. Was ist das hier? Biegen haben wir gerade gesehen. Also man kann Sachen erwärmen, indem man es aus dem Fokus rausnimmt. Also man schneidet falsch im Prinzip, ne? Und klappt das dann um. Man kann aber auch ein bisschen andere Sachen. In dem Fall legen die hier mehrere Schichten Plexiglas in den Lasercutter und können dann durch den Fokuspunkt bestimmen, welche Schicht durchtrennt wird, können aber auch Schichten miteinander verschmelzen. Mhm. Und das macht auch nochmal irgendwie ganz neue, eröffnet irgendwie ganz neue Möglichkeiten an Sachen, die man damit konstruieren kann. Können wir mal ein bisschen irgendwie in das Video springen. Genau, also hier wurde eine funktionierende Schere geschnitten praktisch. Die dann so fertig aus dem Cutter rausfällt. Genau, also man muss es immer so ein bisschen anlösen vielleicht mal noch irgendwie, aber im Grunde kommt das so raus. Und den fand ich besonders spannend, diese Pinball-Flipper. der wird irgendwie hier nachher auch nochmal geschnitten. Können wir mal schnell reinspringen vielleicht. Ja, okay. Mhm. Genau. Und es ist halt also tatsächlich dann einfach nur durch die, also genau hier ist es irgendwie so ein Architekturmodell und ich finde es aber spannend, dass man auch die Schichten so verschmelzen kann, dass es halt gut genug wieder zusammenhält. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie stabil das dann tatsächlich ist, weil man ja nur die Kante verschmilzt. Aber wenn ich mir eben das Beispiel hier dieses Pinball-Beispiel angucke, da habe ich schon das Gefühl, es scheint ja gut zusammenzuhalten. Und bei mir ist es schade, ich habe meine Software gibt es nicht her, dass ich den Fokus selber verstellen kann, leider. Das ist bei mir ein Handrad an meinem Lasercutter. Jetzt hätte ich das schon mal ausprobiert. Ja. Aber gefiel mir sehr gut und war für mich ein sehr unerwarteter Einsatz für den Lasercutter. Mhm.
Und ist halt wirklich charmant, also dass es im Gegensatz zu 3D-Druck oder sowas unheimlich schnell dann geht, ne, irgendwie, dass so, dass die Dinge rausfallen. Wobei, da stand irgendwas von 4 Stunden auch bei dem Biege-Beispiel. Vielleicht muss man das recht langsam machen, um es nicht zu schnell zu schmelzen oder so. Ja. Ja, vermute ich auch, dass das dann relativ lange dauert, ja, genau. Genau, also man hat halt, genau, man hat, Schnelligkeit ist eigentlich schon so ein bisschen der Vorteil gegenüber dem 3D-Druck. Und das Problem mit dem Lasercutter ist ja im Normalfall, ich kann keine Überhänge oder sowas machen, weil ich eben immer nur aus Platten schneide. Und dieses Verschmelzen ist dann irgendwie spannend, ja, weil ich dann irgendwie an diese Überhänge unter Umständen wieder rankommen kann, wenn ich sehr gezielt Sachen wieder fusionieren kann. Was ja jetzt auch schon geht, ist sowas wie ein Lasersinterdrucker, wo man in das in Pulver druckt, da kann ich das ja auch machen, da liegt ja alles in diesem Pulverbett praktisch, da kann ich Wildformen drucken. Aber die sind halt richtig, richtig teuer. Und so ein CO2-Laser, wie in dem Video, die sind ja mittlerweile schon auf einem Preisniveau, wo man sich auch mal für daheim einkaufen kann, wenn man irgendwie ambitioniert ist. Und das ist dann schon spannend, wenn das in den billigeren Druckern dann halt auch vielleicht Möglichkeiten dafür gibt, sowas anzuwenden. Wie du sagst, das ist wirklich eine sehr schöne, unerwartete Anwendung irgendwie von Technik. Das ist ein guter Hack. Ja. Das letzte Thema, das ich mitgebracht habe, ist ein weiteres Rätselding eigentlich, die Bongard Problems, benannt nach einem russischen Wissenschaftler, der irgendwie 1930 oder sowas sich mal ausgedacht hat, eine bestimmte Art von Rätsel zu bauen, die immer so aussehen. Wir haben zwei große Seiten irgendwie, beide Seiten zeigen dann ein kleines quadratisches Bildchen. Und der Trick dabei ist, dass es zwischen der einen Seite und der anderen Seite immer einen sehr klar beschreibbaren Unterschied gibt. Hier zum Beispiel, ne, könnte man sagen, alle auf der linken Seite sind größer als irgendeine bestimmte Ausdehnung und die anderen sind alle kleiner. Das ist so eins der ganz frühen Beispiele, die Bongard sich da mal ausgedacht hat. Hier ist ein anderes. Wenn du Lust hast, kannst du da mal ein bisschen überlegen, worum es da wohl gehen könnte. Also wir haben auf beiden Seiten gefüllte und nicht gefüllte Sachen. Wir haben auf beiden Seiten runde und eckige Gegenstände oder Formen praktisch. Wir haben auch auf beiden Seiten mal eine kleinere Form. Und alles so Dinge, um die es dann eher nicht gehen kann in der Unterscheidung. Wir haben auf der rechten Seite konvexe Formen. Nee, konkave Formen, würde ich sagen. Ich verwechsel es immer, genau, nach innen gebogene Formen. Und auf der linken nicht. Das hätte ich jetzt vielleicht. Das ist, also ich denke, es gibt manchmal mehrere richtige Lösungen quasi von diesem Problem, aber ich würde auch sagen, das ist relativ klares Ding hier, dass die irgendwie nach innen gebogen sind, ne? Meine Lieblingsart, das zu beschreiben, ist immer, wenn man ein Gummiband drumherum spannt, gibt es dann irgendwie Leerstellen. Ja, bei allen auf der rechten Seite passiert das und bei allen links würde das sehr eng anliegen. Genau, ist das Kriterium, um das es da geht. Und hier sind zwei Sammlungen von diesen Problems und ich glaube, die hier fand ich ganz gut. Wenn du magst, können wir uns da mal ein paar öffnen und versuchen zusammenzulösen. Ich kenne auch bei weitem nicht alle davon. Mal anfangen, eins aus dem vorderen Teil zu nehmen, die dann hoffentlich noch nicht so schwierig sind. Irgendwie sowas hier. Gucken, was wir da kriegen. Okay. Also Dreiecke, Kreise und Quadrate, manchmal gefüllt, manchmal nicht gefüllt. Ich wollte erst sowas sagen, wir auf einer Seite trennen die schwarzen, die weißen Symbole nicht oder so. Also ganz haut es eigentlich auch nicht hin. Mir fiel als erstes auf, dass links oft relativ viele schwarze Symbole sind. Ja. Ich so mehr als mindestens 3 oder so. Aber hier ist auch einer mit 2 tatsächlich. Ja, und 2 sind drüben auch. Genau, da gibt es also sehr viele Kriterien, die man da anlegen kann, ne? Dass man genau irgendwie. Ich hätte ein nach unten zeigendes Dreieck nur auf der rechten Seite gefunden, glaube ich mal. Das stimmt, das ist zumindest verdächtig ein bisschen, ja. Aber andere hier haben das nicht. Nee, stimmt. Es müssen auch wirklich immer alle haben dann, ne? Ja. Ja.
Ja, stimmt, stimmt. Nee, dann macht es wenig Sinn. Schwierig. Genau, weiß ich auch nicht, ob wir hier im Rahmen des Vortrags auf eine Lösung kommen. Vielleicht habe ich da lass uns die Lösung, lass uns in die Lösung spicken. Zu weit geklickt. Genau, mal gucken, ob die, das ist Lösung 27, ne? Schipp, gibt, glaube ich, ein Directory von Lösungen. Boink. More solid black figures auf der einen Seite und more outline figures auf der anderen Seite. Okay. Nochmal rein. Waren wir eigentlich gar nicht so weit weg? Okay. Ja, ne? Ja, stimmt. Die sind in der Überzahl, was die Weiße angeht. Okay, ja. Mhm. Genau. Und also, ich finde das unheimlich lustige Beschäftigung, da halt ordentlich dann rumzuknobeln, weil es irgendwie so viele Möglichkeiten gibt, worum es da gehen kann. Voll. Es gibt, keine Ahnung, kann nochmal in ein späteres reinlinsen irgendwie. Die sind da wahrscheinlich, also einfach advanceder, weil Leute sich irgendwie neue Kriterien ausdenken oder so. Das sind dann teilweise dreidimensionale Körper. Ja, ich meine, hier ist ja irgendwie so obvious, dass es immer ein Pärchen des gleichen ist mit dem, also links ist ja immer das, die gleiche Art mit mehr was auch immer. Ja, und auf der rechten Seite völlig unterschiedliche Kategorien quasi, ne? Genau, würde ich auch denken. Das ist hier so die Unterscheidung. No, und ich habe gesehen, da gibt es irgendwie 300 Stück von. Ich glaube, auf der anderen Sammlungsseite mittlerweile über 1000 oder so. Das ist einfach so ein kollaboratives Projekt, was das sammelt. Cool. Und auch irgendwie nach den Kriterien, um die es da geht, irgendwie klassifiziert und so. Es macht viel Spaß, sich da durchzuklicken. Und es gibt noch eine bestimmte Sorte von diesen Problemen, das sind die Meta-Bongard-Problems, die darauf anspielen, wie die Arten der Lösungen konstruiert sind. Und genau, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auch mal drüber nachdenken, ob ihr hier wisst, worum es geht, wie sich die Lösungen, die es hier auf der einen Seite geht, von den Lösungen auf der anderen Seite unterscheiden. Ja, aber ich würde sagen, da gebe ich wieder rüber zu dir. Ja, finde ich voll gut. Ja, Rätseln macht halt auch einfach immer Spaß. Voll gut. Ja, wir kommen schon zum letzten Abschnitt. Ich habe es Tech and Crafting genannt. Ich hätte es vielleicht auch einfach Tech und Dinge mit Wolle nennen können. ja, ist wieder ein Sammelsurium an Sachen, die ich spannend fand. Wie man Technologie, Technik, Elektronik in dem Fall ehrlich gesagt, hauptsächlich irgendwie mit klassischen Handarbeitstechniken vielleicht verbinden kann. Was mir gut gefallen hat, ist ein Projekt hier von, ich denke, man sagt Jizay, hoffe ich mal. Und da wurde ein Muster gestrickt und in Abständen, in Reihenabständen und Knotenabständen ein leitender Faden einfach mit eingestrickt, was ziemlich witzig ist, weil dann einfach direkt ein Breadboard dabei rauskommt. Das ist einfach ein gestricktes Breadboard. Super. Und man kann dann beliebig eben diese an diese gestrickten Stellen anlöten und anknüpfen und dann irgendwie hier zum Beispiel LEDs setzen oder oben den Chip ansetzen. Und fand ich sehr sympathisch. Vor allem, weil ich so eine Person bin, die auch irgendwie immer nie genug Breadboards zu haben sind, weil sie mit etwas anderem verbastelt sind. Das nächste Mal stricke ich mir vielleicht auch was. Super flexibel und fand ich sehr schön. Und ein anderes, das ist ein Forschungsprojekt tatsächlich, von einer Design-Uni gewesen, glaube ich. Fand ich ziemlich cool. Da ging es darum, wie man schon im Webeprozess den Stoff auf irgendeine Art smart machen kann, also sowohl als Sensoren als auch als Aktuatoren, also sowohl fühlend praktisch als auch auslösend. Und was mir da irgendwie besonders gut gefallen ist, dass die eben wirklich beim Weben anfangen und nicht erst im Nachhinein den Stoff verändern, sondern den Stoff beim Weben von vornherein eben so aufbauen, dass er was macht. Und mein Lieblingsbeispiel ist das nächste hier. Da wird leitender Faden eingearbeitet und Faden ist nicht so ganz richtig, aber ein Metalldraht, der durch Hitze schrumpfen und sich ausdehnen kann. Und man kann an der Stelle irgendwie berühren oben und man kann aber auch diesen Stoff zusammenziehen lassen und entspannen lassen, einfach indem man Strom drauf gibt oder eben Strom wieder wegnimmt.
Und das fand ich irgendwie cool. In den Forschungsprojekten geht es immer ein bisschen darum, das mit der Haut und mit dem Körper irgendwie direkt interagieren zu lassen. Deswegen sieht man immer, dass das irgendwo auf die Haut aufgebracht ist. Da gibt es jetzt hier noch so ein paar ganz schöne Beispiele. Und ich fand es ganz sympathisch, dass die eben wirklich den kompletten Weg gehen und wirklich, genau, wie ich gesagt habe, also schon beim Weben anfangen und wirklich auch mal einen Webstuhl aufgespannt haben und das von ganz Grund auf denken, weil das sieht man bei diesen Smart Fabric Sachen tatsächlich relativ selten. Meistens wird was auf einen fertigen Stoff aufgebracht oder so. Und hier wird einfach wirklich nochmal komplett gewebt. Das fand ich richtig gut, hat mir richtig gefallen. Mhm. Vielleicht gucke ich auch einfach sehr gerne Webstühlen zu. Und ein letztes Projekt habe ich noch dabei von Luise Ehrenwert. Die habe ich im Laufe des Jahres mal kennengelernt. Und die hat sich ein paar Monate lang damit beschäftigt, wie man Stoffstücke benutzen kann als Marker für Augmented Reality Applikationen. Fand ich auch ganz toll, wenn man so ein bisschen in die Richtung denkt von Quilting oder auch generell einfach Stoffmuster erstellen. Hat sie sehr viel experimentiert, welche Muster sich gut eignen, wie man die in Kleidung integrieren kann, wie man die nähen kann, wie man auch durch handbestickte Ornamente zum Beispiel einfach Marker direkt erzeugen kann, für Future Fashion praktisch so ein bisschen, was man damit alles anstellen kann. Und die hatte da einen ganz tollen Vortrag gehalten. War sehr spannend anzugucken. Und da habe ich noch ein zweites Video dabei, dann eben hier mal mit einem gestickten Marker, der von ihr Hand gestickt ist, die dann benutzt hat, um da was drauf zu projizieren. Und gefällt mir, also gerade die Idee von Hand was zu sticken, gefällt mir gut und integriert sich ja auch ein bisschen mit der Idee von Mending. Wenn man Löcher in Stoffen wieder flicken möchte, dann hat man ja oft so ein bisschen Muster, die entstehen oder die man reinstickt oder reinwebt ein bisschen beim Flicken. Und es sieht immer ein bisschen danach aus. Es ist irgendwie so eine witzige Kombination zu sagen, ja, aus dieser Verletzung des Stoffs mache ich wieder irgendwie einen positiven Effekt und sage, da kann ich dann mit AR was Cooles drauf. Voll. Und ich schätze auch, irgendwie Muster, die sich eignen, so getrackt zu werden, sind, also haben eine bestimmte Ästhetik wahrscheinlich, ne? Sind irgendwie recht kontrastreich und so. Das ist dann auch irgendwie interessant anzuschauen, ja. Ja, genau, kontrastreich und nicht sehr repetitiv, weil sonst versetzt sich der Punkt. Also Uniqueness und Kontrast ist irgendwie eine gute Sache. Wenig Symmetrie, nicht so. Ja, richtig. Genau. Also du hast recht, ja, dadurch ergibt sich eine recht eigene Ästhetik, zwangsweise, damit das gut funktioniert, ja. Genau. Schön. Ja, damit haben wir eigentlich unseren diesjährigen Durchlauf beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lindri und ich, wir machen ganz viel Projekte, die sich irgendwie im Kunst-, Kreativ- und Tech-Bereich beschäftigen. Und wenn euch das Spaß gemacht hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr mal bei Patreon vorbeiguckt. Wir sind nämlich beide selbstständig unterwegs und machen ganz viel Open-Source-Projekte. Da freuen wir uns über Unterstützung von euch, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten, die Folien findet ihr sicher auch irgendwie hier verlinkt, wenn ihr die nochmal angucken wollt. Und wir sitzen jetzt, wenn ihr das gerade im Livestream seht, vermutlich irgendwo in einem Big Blue Button, wo ihr auch einen Link finden solltet. Dann können wir uns nämlich noch ein bisschen unterhalten. Vielleicht habt ihr Fragen. Dann lasst uns gerne treffen und quatschen. Und ja, ich glaube, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Winterzeit und wir freuen uns auf das nächste Chaos-Event live wieder. Genau. Tschüss, macht's gut. Dann. Ciao, ciao. Vielen Dank an Blinwi und Bleeptrack für die vielen spannenden Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Ich hoffe, alle Zuschauenden sind jetzt genauso neugierig wie ich, um sich noch mehr von den beiden anzuschauen. Frühere Ausgaben von Operation Mindfuck sind in der Programmbeschreibung verlinkt.